Hallo und herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge von Wieso elende Erde? Wir wiegen noch ein bisschen Kind. Und wie schwer ist er mittlerweile? Mal wiegen. Wie lange seid ihr schon auf der Reise? Ich habe schon Pilger getroffen, die weit aus dem Osten kamen. Ich glaube, die wollen wirklich nicht mit uns reden. Tut mir leid. Wir gehen ein Stück spazieren, damit ihr schlafen könnt. Ach, so ist das. Deutsche Pilger, war klar. Verstehe sie nicht. Das ist eine deutsche Sprache. Ach so, die verstehen uns gar nicht. Nein, erst morgen reise ich weiter über die Brücke. Nee, dann zum Fluss. Oh, was haben wir denn da? Der Stadt wurden Brückenrechte gewährt. Alle Pilger müssen hier durch. Zur Freude der örtlichen Händler. Eine Frau? Wo ist denn hier eine? Ach, hier. Blinde Frau. Die arme Frau. Komm zurück zu mir. Bitte, komm zurück. Vielleicht kann ich ihr irgendwie helfen. Lieber Gott, was macht ihr da? Kommt aus dem Wasser. Es ist eiskalt. Mein Ring. Ich habe meinen Ring verloren. Lieber Gott, sei mir gnädig. Das ist keine gute Idee. Die meisten Pilger bleiben nahe der Quelle im Ort. Ich dachte, am Fluss wäre es ruhiger. Jetzt mache ich hier den ganzen Lärm. Wo bist du? Wo bist du hin? Kommen wir damit vielleicht? Ich bin froh, dass ich meinen Dolch nie auf der Reise benutzen musste. Ich habe ihn nur für Notfälle dabei. Ja, ich dachte jetzt, vielleicht können wir dort von Weitem rein stochern und fischen. Brücke, Suche nach Ring. Ah, hier. Vielleicht ist der in den Busch gefallen. Ja, dann. Da unten glänzt es aber. Hier. Komm zurück zu mir. Bitte, komm zurück. Was, wenn ich ihn jetzt behalte? Ich habe ihn gefunden. Ja. Kommt nicht raus. Oh, ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Ihr seid ein guter Mensch. So voller Güte. Ich bin froh, dass ich euch helfen konnte. Danke. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich sehe, dass dieser Ring euch sehr viel bedeutet. Er war ein Geschenk meiner Stiefmutter. Sie dachte, ich würde ewig bleiben, aber das tat ich nicht. Warum seid ihr gegangen? Oh, ich dachte, ich gehörte nicht dazu. Sie sagte immer, ich sei ihre Tochter, aber ich war mir sicher, dass sie log. Ich war so selbstsüchtig und so dumm. Zu dumm, um zu sehen, dass ich eigentlich glücklich war. Erzählt mir von eurer Stiefmutter. Sie war so eine liebe Frau, so herzensgut. Vielleicht wart ihr wirklich nicht glücklich. Ich weiß es nicht. Ich war sehr jung und dachte,
ich sei unglücklich, weil ich nicht nahe genug am Meer lebte. Aber am Ende liebte das Meer mich nicht genauso. Die Kälte dort machte mich krank. Sie nahm mir das Augenlicht. Es war mutig, von euch zu gehen. Ihr habt getan, was das Herz euch gebot. Ich war dumm. Schrecklich dumm. Deshalb seid ihr auf Pilgerfahrt gegangen? Ja, damit St. Jakob meine Frömmigkeit sieht und ich mit meiner Mutter im Himmel vereint werde. Ich bin nicht so gut wie ihr. Ganz und gar nicht. Oh, okay. Ja. Oh je. Tatsächlich haben wir einiges gemeinsam. Auch ich versuche, etwas wieder gut zu machen. Bei dem Mann, den ich am meisten liebte. Ich habe gehört, er sei nach Santiago de Compostela gegangen. Ihr werdet es bald wissen. Nicht bald genug. Es sind noch 4 Wochen bis zum Ziel. Er wird dort sein. Da bin ich mir sicher. Ich hoffe, ihr habt recht. Ich habe nur das Gefühl... Ich habe das Gefühl, als würde ich ihn mit jedem neuen Tag ein Stückchen mehr verlieren. Und dass das Einzige, worauf ich noch hoffen kann, nicht Liebe ist, sondern Vergebung. Ich verstehe. Still, Kleine. Bald ist unsere Reise zu Ende. Hm? Oh je. Oh je. Ich habe mir damals bei der Entscheidung schon gedacht. Also, ich habe mir da schon gedacht, so, ob das richtig ist. Einfach, ja, das Problem ist, Menschen verlieben sich. Und Menschen, die sich verliebt haben und sich dann trennen, aus welchem Grund auch immer, das ist schwierig. Also, aus eigener Erfahrung muss ich sagen, also, es ist so, Menschen, die sich lieben und eigentlich, ja, zusammen sein wollen, das aber irgendwie nicht geht, die müssen sich erstmal hassen, das ist so, die müssen sich erstmal hassen, damit sie voneinander sozusagen Abstand bekommen. Also es ist nicht ganz so einfach. Man muss erstmal Abstand bekommen, um über die ganze Situation hinwegzukommen einfach. Dass jetzt der Mensch, den man eigentlich super gerne hat und so weiter und den man nie wieder hergeben wollte, einfach weg ist. Und deswegen muss man sich da erstmal hassen, um dann vielleicht wieder, ja, zu einem, ja, wie soll man sagen, ausgewogenen Gefühl zurückzukehren. Um nicht selbst daran zugrunde zu gehen einfach auch. Und ob dann die Liebe nochmal eine Chance hat, boah, das ist eine schwierige Frage, ganz ehrlich. Also, boah. Weil ich meine, ich kann mich jetzt schon in Jack reinversetzen, so, als er da weg ist. Erstmal musste er weg und er weiß ja, dass sie ihn eigentlich geliebt hat, aber erstmal wird er die Schuld, ja, vielleicht erstmal bei sich suchen, dann bei ihr. Und... ja, wird erstmal sauer auf sie sein, vielleicht auch auf sich sein, weil er jetzt gegangen ist und gar nicht weiß, was jetzt passiert und so weiter und so fort. Und ja,
Und dann, ja. Er musste ja im Endeffekt irgendwie weg. Ja. Also er musste ja weg. Er musste das ja irgendwie überwinden. Das ist anders als bei Aljina. Aljina, die hat zwar das getan, war aber immer in ihn verliebt. Camino de Santiago. Der Jakobsweg. El Camino de Santiago, genau, ist eine christliche Pilgerfahrt zur Kathedrale von Santiago de Compostela, wo, so sagt man, die Gebeine des Apostels Jakobus des Älteren aufbewahrt werden. Dieses Pilgerziel ist neben Jerusalem und Rom eines der wichtigsten des Christentums. Und das einzige, so sagt man, das einen Pilger von seinen Sünden befreien kann. Im 12. Jahrhundert ist der Pilgerweg gut ausgebaut. Es gibt sogar einen Reiseführer, den Codex Calixtinus, der Pilger auf ihre Reise vorbereitet. Die Jakobsmuschel ist ein Symbol, das den Pilgern auf den Weg weist. Das den Pilgern den Weg weist und für den Jakobsweg steht. Denn am Ende der Reise haben die Pilger beinahe das Meer erreicht. Ja, man könnte vielleicht jetzt auch noch sagen, dass der Jakobsweg vielleicht hier zu Ende ist und die Pilger von allen Seiten so entgegenströmen in die eine Richtung, um dahin zu gelangen, wo sie dann hinwollen. Also die Pilger kommen halt immer näher zusammen sozusagen und zum Schluss ist es ein großer Strom sozusagen, der dann an dem Punkt hier hinten sich trifft und am Ziel ist vielleicht. Ja, könnte man vielleicht auch ein bisschen reininterpretieren. Okay. Ja, Kutsch auf dem Jakobs. Der Name der Frau war Alba. Sie kam aus einer kleinen Stadt irgendwo in Katalonien. Ich gewöhnte mich bald daran, dass sie ständig nach dem Ring ihrer Stiefmutter tastete und an den Ausdruck der Schuld in ihren trüben Augen. Oh je. Ich war mir nicht sicher, ob ihr meine Gesellschaft zusagte, aber ich konnte sie auch nicht allein weiterziehen lassen. Als wir Los Arcos erreichten, hatte sie aufgehört zu reden, während ich dann und wann ein freundliches Wort fallen ließ, um ihr zu zeigen, dass ich noch bei ihr war. Das hört ich schon, auch wenn du nichts sagst. Alba hielt sich selbst für schwach an Körper und Geist, und doch ging sie den Jakobsweg mit einer großen Zielstrebigkeit, die sie vorantrieb. Ich machte mir Gedanken über das, was ich ihr über meine eigene Reise erzählt hatte. Hoffte ich auf Liebe? Oder tat ich diese Reise nur, weil ich Vergebung von ihm erhoffte? Aber was gab es da zu vergeben? Meinen Entschluss, Alfred zu heiraten, hatte ich für die Menschen von Shiring getroffen. Es war ein Opfer, das ich hatte bringen müssen, um die Schreckensherrschaft von William Hamley zu brechen. Diese Fragen verfolgten mich jetzt schon lange Zeit. Aber wenn ich wirklich bald Jack sehen würde, war es Zeit, mich zu entscheiden. Bei Leon begann der Weg, sich langsam aufwärts zu winden. Es waren nur noch 2 Wochen, bis wir Santiago erreichen würden. Das Baby war guter Dinge. Und Alba überraschenderweise ebenfalls. Hinter Astorga wurde der Weg schwieriger. Alba wurde immer langsamer und wir mussten mehr Pausen einlegen. Sie wurde wieder still. Die Belastung zehrte an ihr und sie machte sich Sorgen, dass sie das Ende des Weges vielleicht nicht erreichen würde. Dennoch kamen wir Stück um Stück weiter. So ist das im Leben. Einfach nicht aufgeben. Am nächsten Morgen konnte Alba nicht aufstehen. Oh nein. Ihr Atem ging erschreckend flach und sie bemerkte kaum, wie ich ihr die Hand auf die Stirn legte. Alles tut weh, sagte sie, und ich solle ohne sie weitergehen. Oh nein. Ah.
Natürlich blieb ich bei ihr. Ich brachte ihr zu essen und zu trinken und saß an ihrer Seite. Aber ihr Zustand verschlechterte sich von Tag zu Tag. Sie drängte mich immer noch weiterzugehen, Jack zu finden, bevor er Santiago vielleicht verlassen hatte. Die Mönche von Ponferrada würden sich um sie kümmern. Aber nur, wenn sich die Mönche kümmern. Ich wollte schon ohne sie weitergehen, als ein Mönch mich aufhielt. Er bat mich, wenigstens noch einen Tag zu bleiben. Und mit dem Gefühl, dass er recht hatte, tat ich es. Ich hatte sie kaum gekannt. Und die meiste Zeit hatte sie versucht, mich fortzustoßen. Als ob sie sich für eine Last hielt, die mich behinderte und keine Gesellschaft verdient. Erst wenige Augenblicke, bevor sie starb, lächelte sie mich zum ersten Mal an. Und ich hoffe, dass sie merkte, dass ich zurücklächelte. Oh je. Ich hoffe, dass sie an diesem fremden Ort, sterbend neben einer fremden Frau, einen Augenblick des inneren Friedens gefunden hatte. Aber sie hatte Santiago nicht erreicht. Oh je. Als ich ging, verfolgte mich dieser Gedanke weiter. Zu sehen, dass eine Reise ein so plötzliches Ende finden konnte. Aber was hätte sich geändert, wenn sie Santiago erreicht hätte? Wäre sie nicht einfach enttäuscht gewesen von dem, was sie dort vorgefunden hätte? Weil es nicht das gewesen wäre, was sie erwartet hatte? Ach ja. Eine schwierige Frage. Aber natürlich hätte sich nichts geändert. Natürlich wäre alles gleich geblieben. Natürlich hätte sie nicht irgendwas gefunden, was sie ihr jetzt wahnsinnig geholfen hätte. Aber vielleicht hätte sie mit sich selbst Frieden finden können. Und um das geht's doch eigentlich. Es ist ja auch so, ja, eine Pilgerreise ist doch eigentlich auch so etwas, um einfach sich selbst zu finden. Es geht ja weniger ums Ziel. Wenn ich das Ziel erreichen wollte oder schnell erreichen wollte, dann würde ich nicht zu Fuß gehen, sondern jetzt heutzutage vielleicht mit dem Auto hinfahren oder mit dem Flugzeug oder sonst was. Aber es geht doch darum, zu Fuß hinzugehen. Früher wäre man vielleicht mit dem Schiff gefahren oder so. Ja. Das ist halt, ja. Es geht doch um die Reise, um das sich selbst finden. Darum geht es bei einer Pilgerreise. Und ich denke, das Ziel der Reise erreicht zu haben, ist so eine gewisse Erleichterung, eine Genugtuung. Ich habe das jetzt geschafft. Und mit diesem Erreichen des Ziels ist ja nicht nur verbunden, dass man das Ziel erreicht hat, sondern es ist ja auch damit verbunden, dass sich ab dann das Leben wieder anders verhält oder dass sich dann das Leben wieder ändert. Ja, dass man vielleicht etwas auf der Reise gelernt hat und vielleicht klüger, ausgeglichener, sonst was, weiser, klüger nicht unbedingt, weiser, nach Hause zurückkehrt und dort eben, ja, vielleicht einfach, wie soll ich sagen, mit der Erde verbundener lebt, ja. Ja, ist schwierig, ne? Ist schwierig, das in Worte zu fassen, aber ich denke, ihr habt schon verstanden, was ich meine, oder? Also ich hoffe es zumindest.
Ja, dann den Rest schaffen wir in einen Rutsch, wie es aussieht. Nach einem Monat auf dem Jakobsweg. Nach Monaten anstrengender Reise erreichten das Kind und ich schließlich Santiago de Compostela. Am Abend besuchten wir die Messe in der großen Kathedrale. Dann begannen wir, die Stadt nach Jack abzusuchen. Es war fast schon Morgen, als ein Priester mich schließlich auf ein nahegelegenes Gasthaus verwies. Wirtin. Müder Pilger mit Hund. Feuerstelle. Krüge. Wirtin. Sie hat viele Leute vorbeikommen sehen. Komme der Sache näher. Naja, weiß man nicht. Müder Pilger. Ein rastender Pilger. Die Nachtluft ist mild. Und die Sonne geht bald auf. Ein offenes Feuer. Einladend und warm. Irgendjemand hat sie hier gelassen. Oder vergessen. Noch ein paar betrunkene Pilger? Ja, dann mal eben quatschen. Buenos Dias. Versteht ihr mich? Siento ciò ben, pero non temos camas disponibles. Nein, ich brauche kein Zimmer. Mir wurde gesagt, ein Freund von mir war hier vor einiger Zeit. Ein rothaariger Engländer namens Jack. Erinnert ihr euch an ihn? Eu so te falo en galego, miña rula. Français? Englisch? Oh nein, das sehe ich jetzt erst. Ich vergesse langsam die Details seiner Gesichtszüge. Oh nein. Ach, schade. Oh nein. Aber so ist das. Noch eine Kathedrale. Jack war vielleicht hier. Ihr wird ihre nie müde. Und jetzt? Cousinha, este rubio. Sí, ein Rotschopf. Habt ihr seinen Vater gesehen? Padre del Niño? Jack Jackson? Ben sendo un peregrino? Was? È un peregrino? Oh, no. Er ist kein Pilger. Enton, ¿quién ven siendo? Oh Gott. Zeige auf etwas. Ja, genau. Lasst mich euch etwas zeigen. Er baut solche Dinge. Ein Steinmetz. Ein Mason. Ah, ese Mason. Albanel. Sí, ein Mason. Das muss es sein. Por aquí pasan una morea de Masons. ¿No me podrías decir algo más sobre él? Nun, er ist Steinmetz und er hat rotes Haar. Er ist auch sehr belesen, aber wie sage ich das? Der Mann, den ich suche, liest gern Bücher. Anda,
Isto eche do Masón. Sí, das ist seins. Oín falar dun Masón que diz que se dedica a traducir libros en Toledo. Polo visto, di que se chama Jack. Ja, Jack. Habt ihr ihn gesehen? Non sei cal será o seu apelido, pero... Ben, é certo que non xa hai moitos masóns rubios aos que lles guste ler. Se tan desesperada está, por que non vai a Toledo a comprobalo por si mesma? Entón, marchou para Toledo. Seid ihr sicher, dass ihr mal einen Jack gesehen habt? Er ging nach Toledo, dann ist er nicht hier. Ich verstehe kein Wort. Ich verstehe euch nicht. Di que o teu Jack poderia estar en Toledo. Also gut, dann werde ich nach Toledo gehen. Gracinias. Ich hoffe nur, dass ich euch richtig verstanden habe. Mhm. Er ist halt kein Mensch. Na dann. Ich sehe schon, der Weg geht weiter da unten, ne? Oh, warte mal, die geht einfach dran vorbei? Ungefähr einen Monat nach Abreise aus Compostela. Oh Gott. Einen Monat später. Toledo. Wie soll man denn den Kerl jemals finden? Das ist doch unmöglich. Buen dia. Parlez-vous français? Englisch? Natürlich. Wie kann ich euch helfen? Oh. Man sagte mir, ein Mann namens Jack Jackson wohne in diesem Haus. Wer hat euch das gesagt? Eine Gruppe von Gelehrten, die am Rande der Stadt leben. Sie sagten, er habe alte Schriften über Mathematik übersetzt, bevor er hier eingezogen sei. Bitte wartet hier. Ich werde mit Meister Rashid sprechen. Ah, wir sind richtig. Wir sind richtig. Eingang. Ein weiterer Spitzbogen. Naja, so spitz sieht die aber gar nicht aus, ne? Das ist doch rund. Ich habe unterwegs schon ein paar gesehen. Bitte lass Jack hier sein. So groß und hell. Nicht wie die Häuser zu Hause. Warum braucht dieser Diener so lang? Säulen. Erinnere mich an den Kreuzgang in Kingsbridge. Nur, dass sie hier die Sonnen die Sonne abhalten und nicht den Regen. Ja. Brunnen. Was für ein wunderbarer Brunnen. Fast wie eine richtige Quelle. Okay. Haben wir sonst noch was? Spitzbögen noch mehr. Jack muss sie lieben. Was, wenn er nicht von hier weg will? Was, wenn er ohne mich glücklicher ist? Ja. Oh je. Oh je. Oh, Jack. Wirf einen Blick hinein. Oh, das Zimmer kennen wir aber. Was ist das? Ein künstlicher Vogel, verbunden mit was auch immer. Gute Handarbeit. Leer. Schöne Handwerkskunst. Viel liebensechter als ein Gemälde. Schleuder. Oh! Das ist seine! Aber sowas von. Jack ist hier! Das ist der Beweis, den ich brauche. Allerdings, Jack ist hier. Jack war hier. Errungenschaft freigeschaltet. Gewölbe. Sehr detailliert. Habe nie etwas dergleichen gesehen. Jack würde es hier lieben. Naja, okay. Ja, ich weiß nicht. Oh, guck mal. Junge Frau, die Tochter des Hausherrn? Ist hübsch. Punkt. Mhm.
da seid ihr. Darf ich fragen, wer euch hier reingelassen hat? Ich suche jemanden. Man hat mich gebeten, hier zu warten. Ja, das hat mein Diener mir schon gesagt. Mein Vater ist derzeit nicht hier. Daher werdet ihr mit mir Vorlieb nehmen müssen. Leider muss ich euch enttäuschen. In diesem Haus wohnt niemand namens Jack. Bitte, lasst mich mit ihm reden. Verzeiht, aber das ist nicht leicht. Für keinen von uns. Ihr solltet wissen, dass Jack und ich einander versprochen sind. Was? Vielleicht sollten wir hineingehen. Die Sonne brennt und meine Mutter braucht uns nicht zu hören. Oh. Jack hat mir von euch erzählt. Ihr seid Aliena. Ihr seid die, die ihn abgewiesen und seinen Stiefbruder geheiratet hat. Und jetzt wollt ihr ihn zurück. Mein Sohn soll seinen Vater kennenlernen. Seinen Vater? Der Kleine ist Jacks Sohn? Das ist er. Er sagte immer, er sei hierher gekommen, um etwas über seine Herkunft zu erfahren. Stattdessen fand er alles Mögliche heraus. Über Philosophie, Mathematik. Als mein Vater und er sich trafen, war es Liebe auf den ersten Blick. Sie studierten zusammen und machten große Pläne. Aber am Ende fing Jack immer wieder an, von seiner Kathedrale zu reden. Der großen Kirche, die er eines Tages bauen würde. Oh nein. Rippengewölbe und Spitzbogenfenster. Er konnte sich stundenlang darüber auslassen und zu dieser Decke hochstarren. Wir drei saßen stundenlang hier und redeten. Und am Abend waren es dann immer nur wir zwei. So viele seltsame Ideen über die Zukunft. Einige kaum mehr als Blütenträume, andere fast in Reichweite. Ihr sprecht von ihm, als sei er fortgegangen. Nun ja, er ist nicht mehr hier. Mein Vater hat ihm Arbeit als Baumeister hier in Toledo angeboten. Er wäre wohlhabend geworden und imstande gewesen, seine Abende unter solchen Gewölben zu verbringen. Mit mir als seiner Frau. Aber am Ende wollte er das nicht. Sagt mir, habt ihr wirklich seinen Stiefbruder geheiratet? Es war die schwerste Entscheidung meines Lebens. Aber es war auch ein Opfer, das ich bringen musste, um ein Versprechen zu erfüllen, das ich meinem Vater gegeben hatte. Aber am Ende war alles umsonst. Ich dachte, ich hätte keine Wahl. Ich wollte ihm nicht wehtun. Glaubt mir. Ich glaube euch. Wisst ihr, er hat mich euretwillen verlassen. Selbst nach allem, was ihr ihm angetan hattet, konnte er euch nicht loslassen. No. Ihr könnt so froh sein, dass ihr mich getroffen habt und nicht meine Mutter. Sie war so wütend, als er ging. Er kann diese Wirkung auf Menschen haben. Aber davon abgesehen, haben wir unseren Frieden mit ihm gemacht. Vater gab ihm sogar eines seiner liebsten Stücke als Abschiedsgeschenk. Eine kleine Holzstatue mit Augen aus Stein. Im Tausch gegen seine Schleuder. Wisst ihr, wohin er gegangen ist? Er wollte nach Paris, um an der Kathedrale Saint-Denis zu arbeiten. Er sagte, er hätte nie die Wahrheit über seinen Vater herausgefunden. Deshalb gäbe es keinen Grund mehr, hier zu bleiben. Paris? Ja, wenn ihr ihn dort findet, sagt ihm, ich vermisse ihn nicht. Das alles tut mir so leid. Das braucht es nicht. Wie heißt das Kind eigentlich? Er hat noch keinen Namen. Ich wollte ihn nicht ohne Jack taufen. Ist das nicht ein bisschen albern? Vielleicht.
aber er ist ebenso sein Sohn wie meiner. Er hat ein Recht mitzubestimmen. Dann auch nach Paris mit euch. Das Baby braucht einen Namen. Er wird einen bekommen. Danke. Oh, die ist so lieb. Oh. Na dann. Ist hier nur ein paar Monate, ne? Wo wir dann wieder rumlaufen. Ich reiste den Jakobsweg zurück über Astorga, Leon und Burgos. Ich überquerte die Pyrenäen, kam wieder nach Bordeaux, Angoulême und Poitiers, aber blieb nie länger als eine Nacht. Je näher ich Paris kam, umso stärker kehrten meine alten Zweifel und Ängste zurück. Wäre Jack wirklich dort? Was würde ich ihm sagen? Ich würde ihn sehr, sehr fest an mich drücken und mir wünschen, dass alle Wunden so schnell heilen würden, wie es möglich war. Drei Monate später. Oh Mann. Harry. Oh, ich hätte mal Schluss machen sollen, sehe ich gerade. Basilika of St. Denis, Kathedrale. Achso, ja. Da steht es nochmal auf Deutsch. Was ist denn toll? Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.